Willkommen zum nächsten Video der Berufsschule 7. Wir sind immer noch bei der Objektorientierung. Wir haben im letzten Video uns die Grundidee der Objekte und Klassen angeguckt und in diesem Video wollen wir uns mal um die Sichtbarkeit kümmern. Zielgruppe ist 11., 12. Klasse Fachinformatiker, vor allem die Anwendungsentwickler habe ich hier im Fokus. Wir haben im letzten Video festgestellt, dass eine Klasse ja vergleichbar ist mit einem Bauplan. Basierend auf der Klasse erzeugt der Computer, Java in dem Fall, in unserem ein Objekt. Und die Frage ist, warum haben die Macher der objektorientierten Programmiersprache jetzt die Klasse Klasse getauft und nicht Plan? Eigentlich ist es ja ein Plan. Und dazu machen wir uns jetzt mal folgende Überlegung. Ich habe jetzt hier mal ein grafisches Objekt hingeschrieben, also ein Rechteck. Und wir können da auch einen Kreis hinmalen oder ein Dreieck oder wir können auch in die dritte Dimension gehen, ein Würfel oder ein Zylinder. Das sind jetzt mal verschiedene Objekte, die ich beschreiben möchte. Und damit ich mir leichter tue bei der Beschreibung, stelle ich mir jetzt hier eine Frage. Und zwar, wer von euch besitzt eine Farbe? Und wenn ich diese Frage stelle, dann kann man im Prinzip relativ einfach feststellen, wer hier schreien soll. Im Prinzip sind es alle Objekte, weil alle diese Objekte haben Farben Rot, Blau, Grau, Grün, Braun und so weiter. Die nächste Frage ist jetzt, wer von euch besitzt eigentlich eine Höhe? Und da sieht es jetzt schon ein bisschen anders aus. Wir können hier sagen, Höhe besitzen eigentlich nur die dreidimensionalen Objekte, weil alle anderen haben nur eine Länge und eine Breite. Genauso könnte ich jetzt fragen, wer besitzt denn eigentlich einen Umfang, den man jetzt beispielsweise in Zentimeter messen könnte. Und da sind jetzt eigentlich nur noch die zweidimensionalen Objekte im Spiel, weil die dreidimensionalen ja keinen Umfang, sondern nur eine Mantelfläche haben. Wenn wir uns aber grundsätzlich um die Fläche kümmern, dann müssten eigentlich wieder alle hier schreien. Und genauso ist es auch. Jedes dieser Objekte hat eine Fläche. Gut, bei den zweidimensionalen Objekten ist es sehr viel einfacher als bei den dreidimensionalen, aber grundsätzlich mal, alle haben eine Fläche. Wenn ich das Ganze jetzt mal etwas strukturierter aufzeichne, dann haben wir ja gesagt, okay, wir haben nach der Farbe gefragt. Farbe. Und wir sehen jetzt, dass alle diese Objekte eine Farbe besitzen. Wenn ich nach der Fläche frage, können wir auch sagen, alle Objekte haben eine Fläche. Beim Umfang haben wir gesagt, es sind nur die zweidimensionalen Objekte, die einen Umfang besitzen. Und bei der Höhe waren es nur die dreidimensionalen. Das heißt, ich kann jetzt gemeinsame Eigenschaften von diesen geometrischen Objekten definieren. Ja, also Farbe und Fläche gelten für alle. Der Umfang wiederum gilt nur für die zweidimensionalen Geometrieobjekte und die Höhe nur für die dreidimensionalen. Und dann gibt es natürlich noch individuelle Eigenschaften, die jetzt nur für den Kreis gelten zum Beispiel oder für das Dreieck. Und das Ganze können wir jetzt in einer anderen Struktur darstellen, in einer grafischen Struktur, so wie wir es hier sehen. Wir sehen hier die Geometrieobjekte mit den einzelnen Eigenschaften, Farbe und Fläche, das 2D-Geometrieobjekt mit dem Umfang und das 3D-Geometrieobjekt mit der Höhe. Und jetzt können wir auch sagen, okay, die individuellen Eigenschaften, wie beim Kreis ist der Radius, beim Rechteck Länge und Breite, und beim Dreieck die Länge ABC, die packen wir jetzt einfach hier in den einzelnen Elementen unten rein. Beim Würfel zum Beispiel brauchen wir gar keine individuelle Eigenschaft, weil die Höhe ja gleich die Breite und die Tiefe wäre. Und beim Zylinder hätten wir wieder einen Radius. So, jetzt haben wir dieses praktische Beispiel in einer sehr normierten Art und Weise dargestellt. Was wir jetzt eigentlich gemacht haben, ist, wir haben hier sogenannte Klassen
definiert. Weil wir klassifizieren ja anhand von gemeinsamen Eigenschaften und natürlich auch Methoden, weil eine Methode setze Farbe ist ja durchaus, also ich habe einen Methodenaufruf, als Parameter gebe ich eine neue Farbe und die muss dann gespeichert werden in der Variable Farbe. Diese Eigenschaft und diese Methode ist ja nur sinnvoll beim Geometrieobjekt, weil dort ja eben auch die Farbe residiert. Das heißt, was wir jetzt gemacht haben, wir haben klassifiziert. Also Objekte werden durch Klassen klassifiziert. Und die Klassifizierung, die erfolgt basierend auf gemeinschaftlichen Eigenschaften. Das heißt, ich habe jetzt hier gesagt, okay, Farbe ist eine Eigenschaft, die alle Geometrieobjekte beinhaltet oder beinhalten sollte. Und dementsprechend packe ich die Eigenschaft da oben hin. Der Umfang ist nur bei zweidimensionalen Objekten notwendig, also definiere ich die Klasse der zweidimensionalen Objekte, weil die brauchen eine Variable Umfang. Das Ganze wird jetzt hierarchisch dargestellt. Ja? Also wir haben oben die Elternklassen und dann unten die Kindklassen. Und die Kindklassen übernehmen alle Eigenschaften und Methoden der Vorfahren. Das heißt, sie erben, so bezeichnet man das. Das heißt, das 2D-Geometrieobjekt hat neben dem Umfang auch die Farbe und die Fläche, weil sie dieses Objekt erbt von der Klasse Geoobjekt. Die Notation im sogenannten UML-Diagramm erfolgt über diese Pfeile. Diese Pfeile zeigen jetzt von der Kindklasse zur Elternklasse. Das ist jetzt für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen verwirrend, weil wir haben ja gesagt, sie erben, aber eigentlich bezeichnet man den Pfeil als Erweiterungspfeil. Man dreht sozusagen die Logik um. Man sagt, der Kreis erweitert das 2D-Geoobjekt um den Radius. Das 2D-Geoobjekt erweitert das Geoobjekt um den Umfang. Ja, das heißt, ich bekomme als 2D-Geoobjekt alle Eigenschaften und Methoden vom Geoobjekt und zusätzlich packe ich noch den Umfang dazu, ich erweitere. Und deswegen nennen wir das auch den Erweiterungspfeil. Im Code würde das wie folgt aussehen. Wir würden sagen, Public Class 2D-Geoobjekt extends, also erweitert, Geoobjekt. Das heißt, das Schlüsselwort in Java und in den meisten objektorientierten Programmiersprachen ist Extends. So, jetzt haben wir gesagt, dass das Geoobjekt, in dem Fall die Eigenschaften Farbe, Fläche hat und das 2D-Geoobjekt Umfang. Jetzt habe ich noch zwei Methoden dazu gepackt, setze Farbe und zeichne Umfang. Was auch immer die jetzt en Detail machen, entscheidend ist, ich habe jetzt hier zwei Methoden. So, diese beiden Objekte oder diese beiden Klassen korrekterweise hängen ja jetzt, ich sag mal, verwandtschaftlich zusammen. Das 2D-Geo-Objekt ist die Kindklasse des Geo-Objekts. Und jetzt habe ich aber nicht nur Programme, wo die einzelnen Klassen verwandtschaftlich verbunden sind, sondern es gibt auch Klassen, die komplett außerhalb von diesem Konstrukt existieren. Das soll jetzt mal die Klasse MyPaint sein. Das heißt, ich habe ein Zeichenprogramm geschrieben und dieses Zeichenprogramm nutzt jetzt diese beiden Klassen oder Objekte dieser beiden Klassen, 2D-Geo-Objekt und Geo-Objekt. So. Und jetzt habe ich hier drei neue Schlüsselwörter hingeschrieben: Public, Protected und Private. Public kennen wir ja schon, Public Static Void Main. Das ist irgendwas Öffentliches, zumindest würden wir das so übersetzen. Protected ist geschützt und Private ist privat. So, wofür brauche ich das Ganze? Wenn ich eine Variable deklariere, schreiben wir in aller Regel eins dieser Schlüsselwörter vorne hin. Ja, also Public int Farbe. Und jetzt müssen wir mal uns überlegen, was bedeutet dieses Public? Das machen wir jetzt, diese Frage bei allen diesen Variablen, also Eigenschaften und Methoden. Weil sowohl Variablen als auch Methoden
können eben dieses Sichtbarkeitsschlüsselwort tragen. Nachdem nur Methoden Variablen nutzen können, also nur in einer Methode kann ich sagen, Farbe ist gleich 0815 und nicht innerhalb einer Variable, weil eine Variable speichert ja kein Code, sondern nur Werte, müssen wir uns jetzt hier diese drei Methoden mal genauer anschauen. Also ich habe auf jeder Klassenebene eine Methode, setze Farbe in der Elternklasse, zeichne Umfang in der Kindklasse und in dieser fremden Klasse, MyPaint, habe ich jetzt einfach so eine User-Eingabe mal erfunden. So, und in dieser Setze-Farbe-Methode habe ich jetzt einfach Folgendes gemacht. Ich bekomme einen Parameter, RGB habe ich den genannt, also die Farbe RGB kodiert. Und dieser Wert wird einfach nur in die Variable Farbe gesetzt. Das heißt, in dieser Methode SetzeFarbe greife ich auf die Instanzvariable Farbe zu. Ja, das haben wir auch schon im letzten Video gesehen, bei unserer Erhöhungsmethode, wo ich einfach einen Counter erhöht habe. Da habe ich in der Methode eine Variable außerhalb der Methode, eben die Instanzvariable, erhöht. So, und hier mache ich das genauso und hier schreibe ich jetzt den RGB-Wert in die Variable Farbe hinein. Und die Frage ist jetzt schlichtweg, darf ich das? Hat sozusagen diese Methode SetzeFarbe Zugriff, eine Zugriffserlaubnis auf die Variable Farbe? Und da gehen wir jetzt einfach mal ein paar unterschiedliche Konstellationen durch. Nun, wir haben jetzt die Methode SetzeFarbe und wollen einfach gucken, darf diese Methode SetzeFarbe auf schreibend oder lesen auf die Variable Farbe zugreifen. Und wir gehen jetzt mal davon aus, dass die Variable Farbe als public gefleckt wurde. Und in dieser Situation darf die Methode SetzeFarbe auf public zugreifen. Und gleiches gilt natürlich für die Fläche, das ist einfach nur eine zweite Variable. Wenn sie public gefleckt wurde, darf die Methode darauf zugreifen. So, um das Ganze jetzt bildlich sich ein bisschen besser vorstellen zu können, überlegen wir uns Folgendes. Die Geo-Objekt-Klasse ist ja die sogenannte Elternklasse für, aus Sicht der 2D-Geo-Objekt-Klasse. So, stellen wir uns vor, die Eltern haben ein Haus und in diesem Haus gibt es jetzt Elemente, die public sind. Also im Haus wäre public jetzt, was weiß ich, der Hof und die Klingel an der Eingangstür, die ist öffentlich zugänglich, public. Das heißt, die Eltern dürfen in ihrem Haus alles, was public ist, nutzen. Sie dürfen auf dem Hof rumlaufen und sie dürfen klingeln. Wenn jetzt eine Variable protected gefleckt wird, dann dürfen die Eltern das auch nutzen. In unserem Beispiel wäre protected das Innere des Hauses. Und die Eltern dürfen in ihr eigenes Haus natürlich rein und dürfen dort auch Lichtschalter betätigen etc. Das ist erlaubt. Das heißt, wenn die Variable Farbe bzw. Fläche aus protected gefleckt sind, dürfen die Methoden, die innerhalb derselben Klasse sind, diese Variablen nutzen. Private wiederum darf von den Eltern auch genutzt werden. Und wir stellen uns Private vor, das ist so ein Raum irgendwo im Keller, wo die Eltern jetzt die Geschenke der Kinder lagern. Ja, da dürfen die Kinder nicht rein. Das ist Private. Kein Kind darf in diesen Raum hinein, aber die Eltern sehr wohl. Das heißt, die Eltern dürfen in ihrer Klasse, in ihrem Haus, alles nutzen, was existiert. Egal, ob es Public ist, also der Eingangsbereich, der Hof, die Klingel, ob es protected ist, ob es innerhalb des Hauses ist oder ob es private ist, also der Kellerraum, wo die Weihnachtsgeschenke lagern. So, und jetzt gucken wir uns mal die Berechtigung der Kinder an. Insofern haben wir hier jetzt auch eine Methode, zeichne Umfang, und diese Methode möchte jetzt auch wieder mit Variablen arbeiten. Jetzt habe ich bei der Kindklasse auch eine Variable reingepackt. Das heißt, das wäre jetzt eine Variable, die im Dunstkreis der Kinder existiert. Kann man sich jetzt beispielsweise vorstellen, wie jetzt irgendwas, was im Kinderzimmer existiert. So, und natürlich darf die Methode der Kinder auf die Variablen der Kinder zugreifen,
weil innerhalb der Klassen dürfen ja die Methoden wiederum auf ihre eigenen Variablen zugreifen, egal ob public, protected oder private, genauso wie es für die Eltern gilt. Das heißt, die Kinder sind in ihrem Zimmer, sagen die Chefs. So, darf jetzt ein Kind-Objekt auf die Variablen des Elternobjekts zugreifen, wenn es public ist? Und natürlich, das ist erlaubt, ja, also die Kinder dürfen sozusagen im Hof spielen und sie dürfen die Klingel betätigen. So, die Kinder dürfen auch Methoden nutzen der Elternklasse, die jetzt beispielsweise public gefleckt sind. Ja, das heißt, die Zeichne-Umfang-Methode dürfte die Methode Setze-Farbe aufrufen. So, jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Darf Zeichne-Umfang jetzt auf Protected-Elemente zugreifen? Und auch das gilt, ja. Also, wenn jetzt etwas im Haus der Eltern existiert, das wäre dann der Protected-Bereich, dann darf das Kind auf die einzelnen Elemente zugreifen. Das Kind darf sozusagen im Flur das Licht anschalten. Das Kind darf auch Methoden nutzen, wie Setze Farbe, die Protected gefleckt sind. Das ist sozusagen alles innerhalb des Hauses. Und natürlich darf das Kind auch innerhalb der eigenen Klasse, also im eigenen Zimmer, alles nutzen, was existiert, auch wenn es protected gefleckt wurde. Die nächste Frage ist private. Wenn jetzt ein Kind in seinem Zimmer, also in der eigenen Klasse, eine Variable als private gefleckt hat, darf das Kind das verwenden. Das ist sozusagen das Tagebuch des Kindes. Ja, da darf nur das Kind zugreifen, das ist privat. Das Kind darf aber nicht auf Elemente zugreifen, die privat bei den Eltern gefleckt wurden. Das wäre der Kellerraum, wo die Weihnachtsgeschenke lagern. Der ist zugesperrt für die Kinder. Ja? Das heißt, wenn etwas privat ist, darf das Kind, also eine Kindklasse, ein Objekt der Kindklasse, nicht darauf zugreifen. Und das gilt übrigens auch für Enkel, Urenkel und so weiter. Das heißt, hier ist sozusagen der Zugriff nicht erlaubt. So, damit haben wir jetzt die Kindklasse abgehakt. Gehen wir jetzt auf die Fremdklasse. Also irgendein Fremder, ein Objekt von einer fremden Klasse, möchte jetzt hier mitspielen. Hierzu habe ich jetzt die Methode User-Eingabe geschrieben. Und was darf der Fremde? Er darf natürlich in den Public-Bereich rein. Das heißt, er darf auf dem Hof und darf die Klingel drücken. Wenn jetzt das Kind auch eine Public-Variable deklariert hat, was auch immer, irgendwas, was das Kind in den Hof reingestellt hat und als Public definiert hat, darf ein Fremder nutzen. Protected ist aber tabu. Das heißt, der Fremde darf nicht mit den Variablen und Methoden arbeiten, die als protected gefleckt wurden, weil das nur innerhalb der Familie erlaubt ist. Und für private gilt das Gleiche. Jetzt gehen wir das Ganze mal durch. Public kann also von jedem genutzt werden. Also sobald ich etwas als public definiere, darf jedes Objekt jeder Klasse damit arbeiten. Das heißt, Public ist sowas wie die Verbindung zur Außenwelt. Ja, also die Eingangstür sozusagen. Ja, das ist die Verbindung zur Außenwelt und damit lege ich fest, wenn ich jetzt eine Klasse schreibe und sie, was weiß ich, irgendjemanden zur Verfügung stelle, was derjenige von meiner Klasse nutzen und sehen darf. Das ist Public. Protected wiederum ist nur für die Nachfahren und im eigenen Objekt nutzbar. Das heißt, das sind Sachen, die ich sozusagen für die interne Funktionalität dieser Struktur aller Geometrieobjekte brauche. Wo ich aber nicht möchte, dass ein Fremder, also jemand, der meine Klasse dann irgendwann außerhalb meines Codes nutzt, dass er die sieht. Also das sind sozusagen interner meiner Vererbungshierarchie. Grundsätzlich ist es so, wenn ich davon ausgehe, dass ich irgendeine Eigenschaft habe, die von den Erben genutzt werden könnte, weil irgendwie darauf zugegriffen werden muss, beispielsweise ein Erbe von dem Geo-Objekt möchte die Farbe in irgendeiner Form ändern, selbstständig, dann muss ich es als protected definieren.
Private wiederum darf nur vom eigenen Objekt genutzt werden. Das ist insofern wichtig, als dass das eigene Objekt jetzt auch irgendwelche Speicher, irgendwelche Variablen benötigt, die aber eigentlich wirklich nur für Methodiken von Interesse sind, die eben nichts angehen. Ja, das sind sozusagen irgendwelche Variablen, wo man sagt, die brauche ich, um meine einzelnen Methoden funktionieren zu lassen, aber das ist nichts, was jetzt nach unten weitergegeben werden soll. So, damit haben wir jetzt die wichtigsten Begriffe Public, Protected und Private. Grundsätzlich gilt das alles für Instanzvariablen und Methoden. Und da wird jetzt in Java auch kein Unterschied gemacht. Das heißt, wenn eine Instanzvariable private ist, darf nur das Objekt selbst darauf zugreifen, die Erben nicht. Und wenn das bei einer Methode gemacht wird, gilt exakt das Gleiche. Ja, und auch hier wollen wir uns jetzt das Ganze mal live in einem Code angucken und dazu starten wir wieder Eclipse. Wir beginnen wieder mit einem leeren Java-Projekt und bauen uns ein Package erstmal. Und das Package nenne ich jetzt mal Familie. Hier möchte ich jetzt die Familienstruktur einbauen. Wir reduzieren uns jetzt oder beschränken uns jetzt hier auf die Elternklasse und die Kindklasse. Bei der Kindklasse schreiben wir gleich Extends Elternklasse. Damit haben wir jetzt die Vererbungsstruktur festgelegt. Eltern erweitert, Kind erweitert Eltern. Da machen wir ein weiteres Package für alles, was fremd ist. Und fremd wäre jetzt einfach das Hauptprogramm. Ja, auch das ist eine Klasse. Hier Static Void, Public Static Void Main. Hier möchte ich jetzt mein Programm starten. Okay, was machen wir bei den Eltern? Bei den Eltern sage ich jetzt Public hat. Ich mache das mal als Integer. Dann machen wir Protected. Und private. Das gleiche mache ich jetzt hier auch bei der Kindklasse. Damit ich das jetzt aber unterscheiden kann, packe ich jetzt hier jeweils Kind dazu. Und hier machen wir 4. 5, 6, damit wir die Werte auch mal unterscheiden können. Und hier machen wir die 3. So, damit haben wir jetzt die Eigenschaften festgelegt. Jetzt mache ich noch public und die soll jetzt einfach nichts zurückgeben, sondern die sollen irgendwas tun. Was machen wir da? Und das Ganze brauchen wir natürlich noch für Protected auch noch. Und bei den Kindern machen wir das Ganze genauso. Allerdings sage ich jetzt noch Kind. Dass wir es unterscheiden können. Okay. Gut, damit haben wir diese Struktur jetzt festgelegt. Hier sage ich jetzt
Eltern Modst er hier. Warum? Weil wir den Import brauchen. Das heißt, wir haben hier einfach die Eltern und die. Machen wir es einfach so. Dass er eben die Klassen findet. So. Und jetzt gehen wir mal alles durch. Gehen wir mal zu den Eltern. Und gehen jetzt in eine beliebige Methode. Und versuchen jetzt mal hier. Oder auch eine eigene Methode, dann ist es vielleicht übersichtlicher. Also, public void check access. Jetzt probieren wir mal, was wir hier alles ausgeben können. My public. Das heißt, ich versuche jetzt hier auf diese Variable zuzugreifen. Okay, das funktioniert mit public, das funktioniert mit protected. Und das funktioniert mit private. Das heißt, ich habe hier public, protected und private Variablen und die Klasse selber, also in dem Fall die Eltern, darf auf die einzelnen Methoden zugreifen, einzelnen Variablen zugreifen, egal ob es public, protected oder private ist. Genauso darf es auf die Methoden zugreifen. Egal ob public, protected oder private. Das heißt, ich darf innerhalb meiner Klasse alles nutzen, egal welche Sichtbarkeit. So, jetzt schauen wir uns das mal bei der Kind-Klasse an. Hier machen wir das Ganze jetzt Access to Parent. Hier versuche ich jetzt auf die Elternelemente zuzugreifen. MyPublic wäre genau, hoppla, diese Methode, diese Variable. Darf ich zugreifen? MyProtected. Ich darf auf diese Protected-Variablen der Eltern zugreifen. MyPrivate. Ah, hier darf ich nicht drauf zugreifen. Das heißt, ich darf nicht von der Kind-Klasse auf die Variable private von meinen Eltern zugreifen. Das war der Kellerraum, wo die Weihnachtsgeschenke drin sind. Das Kind darf da nicht rein. Private. Bei den Methoden verhält es sich exakt genauso. Ich darf Public-Methoden, die Türklingel, Protected-Methoden, der Lichtschalter im Wohnzimmer. Ich darf aber nicht in diesen Weihnachtsgeschenkeraum auf den Lichtschalter drücken als Kind. Das darf ich nicht tun. So, darf denn das Kind auf wiederum auf seine ganzen variablen Methoden zugreifen? Schauen wir uns das an. Hier habe ich ja jeweils die Anmerkung Kind hinten dran gehängt. Und natürlich darf die Kind-Klasse jetzt auf Public, Protected und Private von der eigenen Klasse zugreifen und Public, Protected und Private Methoden der eigenen Klasse. Das darf natürlich sein. Allerdings nicht auf Private der Eltern. So, und jetzt gucken wir mal in unserem Hauptprogramm, was wir hier dürfen. My Eltern. Punkt. Das ist jetzt der Zugriff nach außen. Das ist das, was ich jetzt als public definiert habe. Ich darf auf my public zugreifen. Also das heißt, ich darf bei den Eltern auf Variablen zugreifen, die public sind. So, das heißt, auf diese Variable darf ich zugreifen. Gucken wir mal an, ob es mit protected funktioniert. Nein, ich darf nicht auf Protected Variablen zugreifen von außen, die jetzt bei der
Elternklasse entsprechend existieren. Und wenn es bei Protected nicht funktioniert, funktioniert es ziemlich sicher bei Private auch nicht. Okay, das heißt, das ist auch verboten. Okay, damit haben wir diese Sache geklärt. Und bei der Kind-Variablen ist es natürlich genauso. Ich darf auf MyPublic zugreifen. Das ist jetzt aber wieder von der Kind-Klasse die geerbte Variable der Eltern. Hier, MyPublic. Darauf darf ich zugreifen. Genauso. Darf ich auf Public Kind? Das ist jetzt wiederum diese Variable. Das heißt, ich habe bei Kind eine öffentliche Variable von den Eltern geerbt und ich habe selbst eine öffentliche Variable deklariert. Und Protected Kind und Private Kind funktioniert natürlich nicht hier an der Stelle mit der gleichen Argumentation, wie es bei den Eltern der Fall war. So, jetzt schauen wir uns noch die Methoden an. Wir haben hier die Public Method, die ich aufrufen kann. Protected ist nicht erlaubt. Ist nicht erlaubt. Und dann haben wir das gleiche bei den Kindern. Public Method der Eltern, die wurde ja geerbt, die darf ich nutzen. Public Method Kind darf ich nutzen. Und die privaten Methoden darf ich an der Stelle und die Protected natürlich auch nicht nutzen. Das heißt, die sind auch nicht erlaubt. So, damit haben wir jetzt sozusagen die Sichtbarkeit komplett abgehakt. Damit müsste eigentlich klar sein, womit wir hier an der Stelle arbeiten. So, jetzt müssen wir noch auf ein paar Eigenheiten von Java eingehen. Also das, was ich jetzt gerade bis jetzt erklärt habe, ist, ich sag mal so, der Standardfall für die Objektorientierung. Aber unterschiedliche Programmiersprachen interpretieren diese Public, Private und Protected Thematik immer ein bisschen anders. Gehen wir mal von folgender Situation aus. Wir gehen jetzt hier in einem fremden Package und sagen hier, Kind 2. So, und hier sagen wir jetzt extends family.eltern. Ja, ich spare mir jetzt hier dieses Import, ich mache es hier direkt so. So, und jetzt ist die Frage, darf ich jetzt auf die Methoden oder die Eigenschaften der Elternklasse zugreifen, also was weiß ich, public void do something. Und jetzt kann ich sagen syso, und bei der Elternklasse hatte ich jetzt beispielsweise my protected. So, das heißt, ich darf natürlich darauf zugreifen. Private würde nicht gehen, würde hier die Fehlermeldung ergeben. So, soweit, wie wir es eben gerade besprochen haben. Das ist die grundsätzliche Idee hinter dem Begriff Protected. Jetzt gibt es aber noch eine weitere Möglichkeit, die Sichtbarkeit zu klären, und zwar innerhalb
des Packages. Ich habe dieses Package ja hier Family genannt und jetzt sage ich hier Class ein entfernter Verwandter. Der erbt jetzt nicht von den Eltern, das ist irgendein entfernter Verwandter. Und jetzt sage ich hier SYSO my protected. Okay. Das geht an der Stelle jetzt nicht. Wenn ich jetzt aber sowas angebe, dann ist es möglich. Das heißt, ich kann hier innerhalb der Familie auf Eltern MyProtected Static zugreifen. Das heißt, ich habe hier Zugriff innerhalb des Packages auf Protected Elemente. Das geht in anderen Programmiersprachen so nicht. Es gibt wiederum Programmiersprachen, wo das Thema Package in einem eigenen Schlüsselwort, nämlich Package, hinterlegt wird. Jetzt schauen wir mal, ob wir ein Hauptprogramm darauf zugreifen können. Hier geht es nicht. Warum? Es ist ein unterschiedliches Package. So, also, bottom line von dieser Geschichte ist, es geht noch ein bisschen mehr ins Detail. Wenn ihr aber die ursprüngliche Idee verstanden habt, dass wenn ich etwas erbe, dass ich auf Protected zugreifen kann, dann ist man auf jeden Fall sicher, egal welche Programmiersprache wir verwenden. Und bei solchen Sachen statisch auf Ebene des Packages, Protected etc. gibt es dann unterschiedliche Sichtweisen von den einzelnen Programmiersprachen-Providern. Das müsst ihr dann entsprechend in den Manuals nachlesen, je nachdem, was ihr nutzt. In Java ist es eben so, dass Protected zugleich noch das Package beinhaltet, soll uns aber für die eigentliche Programmierung jetzt nicht weiter stören. Wir nutzen es einfach weiterhin so. Wir haben hier Public, Protected und Private. Und Public ist für alle da, Protected innerhalb der Familie und Private nur für einen selber. Damit kommen wir auf jeden Fall mal gut zurecht. Und genau damit möchte ich euch jetzt auch von dieser Thematik entlassen. Ja, so viel jetzt zur Sichtbarkeit. Auch hier rate ich dringend, mal selbst das auszuprobieren, mal zwei, drei Klassen zu realisieren und dann mal die Sichtbarkeit in verschiedenen Leveln mal ein- und ausschalten, so dass ich sehe, wer kann drauf zugreifen und wer nicht, so wie ich es gerade eben auch im Codebeispiel gemacht habe, damit es vom Verständnis her eben ja besser in den Kopf reingeht. Als grundsätzliche Regel würde ich sagen, lieber mehr zumachen als zu viel aufmachen. Also eher etwas private flecken als protected. Es sei denn, es gibt einen notwendigen Grund, dass die Nachfahren darauf zugreifen. Gleiches gilt dann für public. Also hier eher restriktiv arbeiten und sozusagen Standardfall ist private. Es sei denn, ich habe ein Argument, es protected zu machen. Es sei denn, ich habe ein Argument, es public zu machen. Also von der Seite würde ich mich annähern. Und ja, wie gesagt, da einfach mal ausprobieren. Und das nächste Video wird sich dann um das Thema Polymorphie kümmern. Und ja, dann bis zum nächsten Video.